Hallo. Hallo, hallo. Sonntag, 6.1.2019. Wow, 2019. Daran muss ich mich erstmal noch gewöhnen, an 2019. So. Heute will ich über Ideologien sprechen. Hallo, liebe Freunde. Ja, schön. Was ist heute? Drei heilige Könige, glaube ich. Ja, 6.1.2019. Hallo, ihr Lieben. Ich würde gerne heute mal mit euch über Ideologien sprechen. Hallo, hallo. Wie geht's denn, John Plus? Peter, wie geht's? Alles gut? Hallo, Beate, hallo. Ja, Sonntagabend. Ja, lasst uns doch ein bisschen über. Hallo Amaru, ja, ich kann dir nur empfehlen, nicht so viel zu arbeiten, sondern dich mehr um dich selbst zu kümmern. Mach, was du willst. Geld macht nicht glücklich am Ende. Hallo, hallo. Hallo Andrea, alles hoffentlich gesund bei dir. Silvia, hallo, hallo. So, dann lass uns doch mal ein bisschen über Ideologien reden. Was ist eigentlich eine Ideologie? Hallo Noel nach Brasilien, hallo. Hoffe, du kommst mal wieder bald. Hallo Peter. Ja, geht gut. Ich bin relativ entspannt so. Hab heute was genäht. Ich habe ein bisschen frei im Moment und es ist wie Urlaub und ich nutze das einfach die Zeit zum Entspannen, zum Lesen. Ich wollte auch nachher etwas ganz bisschen lesen für euch aus dem Buch Das falsche Leben von Hans-Joachim Marz. Hallo Heimo aus Österreich. Hallo. Ja, also dann lasst uns mal über Ideologien reden, weil es ist mal wieder öfter vorgekommen in letzter Zeit, dass die Menschen irgendwie nicht verstehen, was Ideologien sind. Und andere werfen es anderen vor. Amaro, ja, scheiße, bin schon wieder auf dem Weg zur Arbeit, aber ich verstehe, was du meinst. Naja, Amaro, weißt du, Arbeit ist gut und schön, nur solltest du dein Leben einfach füllen. Füll dein Leben mit Leben. Nicht mit Geld. Also klar brauchst du Geld, das ist mir schon klar, wie jeder, aber füll es einfach mit deinem Leben, deinem persönlichen Leben. Ich glaube, dann geht es dir einfach ein bisschen besser. Als Tipp so. Ich meine, du bist noch jung, du kannst noch ranklotzen, mach einfach. Aber ich merke halt, dass du immer wieder krank wirst und deswegen wünsche ich dir einfach, dass du immer wieder auch sagen kannst, nein, diesen Auftrag nehme ich nicht an. Ich entspanne jetzt erstmal und bin in 3 Wochen erst wieder voll da. Das ist keine Schande. Und es tut bestimmt auch gut. So, hallo ihr Lieben. Also, gucken wir mal. Ich habe jetzt nachgeguckt, wie die Definitionen sind und ich habe auch verschiedenen Plattformen nachgeguckt. Also Ideologie, die Bedeutung des Wortes, beginne ich mal mit dem jungen Lexikon. Das ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Also ihr wisst, alle haben eine Agenda, hört gut hin. Das ist die Bedeutung der Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, das ist die, die wir glauben sollen oder auch wissen sollen ein bisschen. Ihr müsst ja immer selber gucken, woher kommt ein Begriff, wer hat den wie gedeutet oder so, auf welcher Seite findet ihr den? Und dann macht euch bitte eure eigenen Gedanken. Lasst euch nicht mehr führen, weil ihr es irgendwo gelesen, gehört habt oder irgendein Lehrer euch das gesagt hat. Wir sind alles nur Menschen. Keiner ist hier großartig gebildeter als der andere. Jeder hat seine eigene Bildung. Auch wenn wir fast alle ähnliche Wege gehen mussten, wegen der Ideologie, in der wir jetzt leben, ja, mussten wir alle das Gleiche lernen, damit wir auch der Ideologie folgen. Also fangen wir mal an mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Die sagt also Bedeutung des Begriffs. Der Begriff steht für sogenannte Weltanschauungen, die vorgeben, für alle gesellschaftlichen Probleme die richtige Lösung zu haben. Menschen, die solche weltanschaulichen Ideen oftmals starr und einseitig vertreten, nennt man Ideologen. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Lehre von den Ideen. Bis ins 19. Jahrhundert, das fand ich ganz spannend, war Ideologie eine Bezeichnung für die Wissenschaft, die sich mit der Entstehung und Entwicklung von geistesgeschichtlichen und philosophischen Ideen befasst hat.
Ja, ist interessant. Wenn Sie da jetzt bei der bundespolitischen Bildung, jetzt kommen Sie auf staatliche Ideologien und dann natürlich nehmen Sie immer den Kommunismus als Beispiel einer Ideologie. Niemals würde die Bundeszentrale für politische Bildung ihr eigenes System irgendwie als ideologisch bezeichnen. Natürlich nicht. Also hier die Definition von denen. Staatliche Ideologien. Es gibt auch Staaten, die ideologisch handeln. Allerdings. Die Herrschenden wollen dann die Gesellschaft nach ihrer Vorstellung und Ansichten gestalten und lassen keine anderen Meinungen zu. Dies war zum Beispiel in den kommunistischen Staaten der Fall. Die Menschen konnten dort nicht frei entscheiden, wie sie leben wollten, sondern die herrschende Partei gab es vor. Das ganze Leben war ideologisiert. Das heißt, es hatte sich vor der Sicht der kommunistischen Weltanschauung unterzuordnen. Alles wurde danach beurteilt, ob es in die Weltanschauung passte. Auch der Nationalsozialismus, jetzt nehmen wir nochmal was Schlechtes, war eine Ideologie, die von den Bürgern die totale Unterordnung forderte und jeden verfolgte und bestrafte, der sich gegen diese Weltanschauung stellte. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sie nicht ihr eigenes System als Ideologie bezeichnen auf dieser Seite. Ja, wird wohl jeder selbst für sich zusammenreimen können, warum sie da Kommunismus und Nationalsozialismus herhalten, also warum die beiden herhalten müssen für Ideologien. Ich denke, wir leben in einer extremen Ideologie, vor allem in diesem Geld, Kapital, in dieser Kapitalideologie, wo es auch manchmal heißt, ja, es gibt keine Alternative, ne? Hat ja mal eine bekannte Kanzlerin wohl gesagt, es gibt keine Alternative zu diesem Wirtschaftssystem. Natürlich gibt es Alternativen. Da muss man halt nur mal ab und zu aufklären. Und ich habe hier noch ein paar andere Seiten aufgemacht. Aber was ist eigentlich eine Ideologie? Eine Ideologie ist im Grunde auch eine Art Wertevermittlung, eine Scheinwerte natürlich jeglicher Gesellschaften. Das sind Werte, wie zum Beispiel die Politiker, ja, wenn man zum Beispiel in der Christlichen Union ist, ja, CDU oder CSU, dann sind sie scheinchristlich, ja. John sagt Kapitalismus, Udo sagt, das ist doch ganz einfach, denn das Diffamieren anderer ist gängige Praxis. Ja, klar. Also es werden Scheinwerte vermittelt und dann wächst man da drin auf. Jetzt nehmen wir die Christliche Union, CDU, Christlich-Demokratische Union. Dann haben sie also die Ideologie, sie sind Demokraten und sie sind auch christlich. Oder nehmen wir die Grünen, die haben die Ideologie des Umweltschutzes, wobei ich habe eigentlich die letzten Jahrzehnte gar nichts davon gemerkt, ehrlich gesagt. Aber anscheinend kämpfen sie nach wie vor für die Umwelt. Wie sie kämpfen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit Waffengewalt oder sowas, die Grünen inzwischen. Also jeder, da kann man das auch Agenda nennen. Man kann es aber auch Ideologien nennen. Ich habe neulich einen kleinen Film gebracht, wie man da sieht. Also in Amerika ist das, da kauft einer ein und der hat ein Trump-T-Shirt und dann der hinter der Kasse ist wohl von den Demokraten oder auch woher auch immer und er will ihn nicht bedienen, weil er also davon ausgeht, dass der Typ, der ein Trump-T-Shirt trägt, einfach ein völliger Arsch ist und er will ihn nicht bedienen. Mit solchen Menschen will er nichts zu tun haben. Das sind doch Rassisten. Und dann stand auch ein Schwarzer da auch, der wollte auch einkaufen. Und dann hat er noch gesagt im Trump-T-Shirt: Hey, Brother, ja, hey, Bruder, du, ich habe wirklich weder gegen deine Hautfarbe noch was, noch gegen die des Typen hinter der Kasse, der ihn nicht bedienen wollte. Also er meinte, er ist kein Rassist, der Trump-Typ. Trotzdem hat der andere drauf bestanden: Du bist ein Rassist. So, das hatte ich dann ins Netz gestellt, ja, um einfach die Ideologien ein bisschen zu zeigen, vielleicht auch auf beiden Seiten. Hallo, 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 Holger, hallo, Werner. So, und dann habe ich einfach, und das mache ich ja öfter, das wisst ihr ja, wenn ihr mich kennt, ich poste einfach etwas, ob das jetzt von einer Seite kommt.
die mir nicht so gut, selber nicht so gut gefällt, ist mir eigentlich total wurscht, weil ich poste ja auch Sachen vom ZDF und das ZDF gefällt mir nur nicht so, wie die agieren. Und ich poste ja auch Sachen von Zeitschriften und Zeitungen, die mir auch nicht sonderlich gefallen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die verschrien sind, ideologisch verschrien, ja, bleiben wir bei der Ideologie heute, dass sie irgendwie recht sind oder Verschwörungstheoretiker oder irgendwelche Idioten. Ja, also Schubladen gibt es ja noch und nöcher. Und dieses Ding war also, dieses Video war gepostet von Henrik Stöckel. Henrik Stöckel, dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Ich wusste natürlich, ich weiß, wer Henrik Stöckel ist. Zumindest weiß ich nicht wirklich, wer er ist, aber ich weiß, was er so postet. Und ich habe verstanden, dass das ein junger Mann ist, der einfach auf seine Art und Weise aufklären will. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, war mir in diesem Fall egal, weil das ja sowieso aus Amerika kam. Dieser Videoausschnitt kam aus Amerika und es betraf auch das amerikanische ideologische Problem Trump gegen Demokraten oder was auch immer. Hallo Hagen. John sagt, wenn Trump wirklich die Truppen aus Syrien abzieht, ist er ein Friedenspräsident. Ja, mal ganz langsam mit diesen, willst du ihm gleich eine Medaille aushändigen? Warten wir mal ab, weil hinter den Kulissen tut sich doch da noch einiges. Ich würde auch da, wie der Ganser sagen, noch mal ein bisschen abwarten, nicht so schnell nach vorne ziehen, weil du weißt nicht, was passieren kann. Bleiben wir dabei bei dem Thema, dann wurde ich also aufmerksam gemacht. Von unserem Freund Michael Vogel aus Kanada, der ist ja Anwalt. Wer ist Henrik Stöckel? Und welche Ideologie scheint er zu vertreten? Hier nur einer von vielen Artikeln über einen rechten Manipulator. Papa, 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 der rechte Manipulator. Da habe ich nur gesagt, pass auf, dass er dich nicht aus Versehen manipuliert. Also der Typ, der das gepostet hat, interessiert mich überhaupt nicht, sondern der Inhalt des Videos hat mich interessiert. Georg sagt, also bisher ist effektiv wohl nur der Rüstungsetat der USA erhöht worden. Hagen eben, die USA verlassen Syrien und die Türkei übernimmt. Genau. Also ich war da ganz vorsichtig, was da noch in Syrien passiert. Ich glaube, da sind alle möglichen Kräfte, die da an Syrien ziehen. Da möchte ich mich jetzt eigentlich noch nicht dazu äußern. Tobi Wankenobi sagt, Trump hat drei Kriege beendet. Zumindest hat er nicht so wirklich Bock auf Krieg. Der hat Bock auf Geld. Seine Ideologie ist Geld. Der ist Businessman, das war aber klar. Ich habe das auch von Anfang an damals gesagt, als er gewählt wurde. Er hat es ganz offen gesagt. Er ist kein nicht wirklich ein Politiker. Er ist eigentlich Geschäftsmann. Und er möchte, dass das Geld rollt da in Amerika. Und er wird er alles machen dafür, dass es halt läuft. Das ist seine Ideologie. Das ist der reine Kapitalismus, der natürlich auch mit Waffen und mit Kriegen einhergeht. Aber bleiben wir doch mal bei der Wertevermittlung. Die Wertevermittlung, wie funktioniert die? Wo fängt die an? Fängt die in der Schule an? Fängt die im Elternhaus an? Also es gibt ja religiöse Ideologien auch, ne? Also dass man sagt, ja, es darf nur einen Gott geben und dass der Gott heißt bei mir jetzt Allah oder bei dem anderen heißt er, was weiß ich, oder einer denkt, glaubt an Jesus Christus oder auch Buddhisten können da auch bestimmt ideologisch sein. Alles, wo man denkt, also eigentlich wird durch die Ideologie einiges eingeschränkt. Und zwar unsere Kreativität, verschiedene Dinge ausprobieren zu wollen. Viele probieren da gar nicht aus, sondern machen einfach das, was ihnen gesagt wurde, was übergeben wurde, wo die Gesellschaft sich einig ist das, was gut ist oder was wir machen sollten. Und das nenne ich halt auch Ideologien. Georg sagt, bei allem, was man über Trump sagen kann, aber er ist machtgeil. Ich würde mich nicht allzu sehr darauf belassen, dass er zu einer Befreiung der Menschen beiträgt, weil das den Verlust seiner Macht, oh Moment, hi David, hi, seiner Macht bedeuten würde, hi. Jörg, Religion muss von der Politik entkoppelt werden. Ach, ich dachte, wir leben ja schon in einem Säkularismus. Aber gut, dazu habe ich ja auch schon mal öfter was gesagt. Hier gibt es nun mal Ideologien auch in unserem System. Und wir benutzen immer so gerne Worte wie Frieden und Sozial und Inklusion und
lauter so schöne Worte, die in deinem Kopf irgendwie nach etwas klingen sollen, nach etwas Positivem, ja. Dennoch ist es so, dass wir ja merken, dass es gar nicht so richtig stimmen kann, weil wir die Stimmung in der Gesellschaft ja bemerken. Wir bemerken, dass es mehr Rentnern nicht gut geht, dass viele Alleinerziehende sind, viele Scheidungen, Geburtenrückgänge, also gesellschaftliche Probleme sind, viel Armut, viele psychische Erkrankungen. Und anscheinend hat diese Ideologie bei uns hier auch ganz große Nebeneffekte. Und die scheinen nicht unbedingt so richtig gut zu sein für eine Gesellschaft. Jetzt sehen wir in Frankreich, dass allmählich die gelben Westen auch verstehen, dass das System verändert werden muss. Ich finde es ja gut. Weil diese Ideologie, Geld zu verdienen und auf Teufel komm raus Geld zu verdienen, also auch damit, dass man die Umwelt schädigt, dass man auch Menschen schädigt oder sogar umbringt oder sie verhungern lässt, weil wir nicht teilen wollen, das ist auch eine Ideologie. Also es gibt, man kann auch sagen, durch eine Ideologie kann man verblendet werden. Man sieht also keine anderen Optionen mehr und sagt, das, genau das ist der richtige und einzige Weg, was natürlich völlig bescheuert ist. Also das ist ja dumm, ne? Also wenn man so eine Ideologie hat, wo man sagt, ja, ich bleib bei meiner Meinung. Egal welche Kommentare oder welche Informationen du weiter dazu gibst, du bleibst bei dem. Das kann auch natürlich, wenn man sich die Nürnberger Prozesse anguckt, merkt man auch, dass viele der SS-Mitarbeiter völlig ideologisch waren und auch gar nicht verstanden haben, warum sie jetzt anders denken sollten. Sie haben zwar verstanden, okay, die Ära ist vorbei, des Nationalsozialismus, aber sie haben halt immer gesagt, wieso? Ich habe doch immer nur getan, was gesetzlich eigentlich so okay war oder vorgeschrieben war. Das können wir heute genauso sagen. Das können wir genauso sagen und sagen, ja, ich zahle halt meine Steuern, so wie die das wollen. Dass dann mit den Steuern natürlich Waffen gekauft werden und vielleicht Menschen sogar damit ermordet werden, dafür kann ich nichts. Ja, könnte man sagen, das ist natürlich jetzt ein neuer Gedanke, jetzt muss es erstmal sich sacken lassen bei vielen. Ja, also Ideologien führen dazu, dass man glaubt, dass das die einzige Variante ist und dass man gar nicht anders handeln könnte. Hat also mit eigenem Willen und eigener Freiheit kaum zu tun, weil du denkst, du bist frei in dem Moment, weil du die Gesetze einfach einhältst, aber im Endeffekt sind die Gesetze, die gemacht wurden, ja nicht in Ordnung. Und du hältst sie trotzdem ein, weil es ja alle so tun. Also willst du kein Außenseiter sein und gehst lieber wieder in die Ideologie rein und denkst, nee, das ist wohl richtig so, weil alle anderen das auch so machen. Auch genau das Gleiche mit den religiösen Geschichten, mit den Ideologien, also dass man zum Beispiel Kinder beschneidet, also bei den Juden oder auch bei den Moslems. Das ist so was ganz Normales geworden. Da kommt man auch wieder zu dem Marz, der gesagt, Dr. Marz, der sagt, naja, das ist doch nur Normopathie, das muss halt so gemacht werden, das steht irgendwo in irgendeinem Buch drin. Das muss so gemacht werden. Warum, wieso, weshalb, ob es wirklich gemacht werden muss und ob das was mit der Religion auch noch dann zusätzlich zu tun hat, ist noch eine ganz andere Frage. Also wir machen halt oder wir schicken unsere Kinder in die Schule und sagen, ja, Schule ist schon gut. Aber was da gelehrt wird und so, könnte man auch bezweifeln. Ihr wisst, ich bin ein großer Schulsystemkritiker, nicht Bildungskritiker, sondern Schulsystemkritiker. Bildung finde ich hervorragend, vor allem wenn es freie Bildung ist, dass man lernen darf und kann, was man selber möchte, weil die Kinder sind nicht doof und die fragen immer gerne nach, wenn ihnen irgendwas gefällt. Wenn ihnen was nicht gefällt, das mögen sie dann meistens nicht. In der Schule müssen die meisten das machen, was ihnen nicht gefällt. Und dann werden sie halt auch irgendwie ideologisiert. Ja, und denken dann auch, man muss anderen dann auch sagen, du musst aber das auch machen, weil ich es ja auch gemacht habe. Aber woher und wieso und weshalb, fragt einfach keiner nach.
Und es gibt ein Buch von Professor Dr. Marz, das habe ich hier vorliegen, Das falsche Leben. Da lese ich mal ganz kurz jetzt erstmal ein, zwei Seiten, das ist nicht viel. Ihr müsst ja nicht zugucken, ihr könnt ja auch noch zuhören. Bevor ich das tue, lese ich hier nochmal aus einem Bericht über Ideologien vom Deutschlandfunk Kultur. Gibt es falsches Bewusstsein? Die weißen, sich unterdrückt fühlenden Amerikaner leiden also unter einem falschen Bewusstsein. Könnte man dann meinen, damit das berühmte Diktum von Theodor W. Adorno untermauern. Damit ist ein Problem aufgerufen, das die Ideologiekritik schon immer verfolgt, wie ihr eigener Schatten. Die Frage nämlich, von welchem Standpunkt aus lässt sich Ideologiekritik überhaupt formulieren? Kann es richtiges Bewusstsein geben? Tatsächlich kann man in bestimmten Hinsichten von falschem Bewusstsein sprechen, ist Kelikates überzeugt, schränkt aber ein, ob das politisch die schlauste Rhetorik wäre, ist nochmal eine andere Frage. Mit Blick auf die AfD zum Beispiel hält Kelikates die Rede von falschem Bewusstsein dort für treffend, wo entweder schon die Problemdiagnose die Wirklichkeit nicht angemessen beschreibt oder aber der Lösungsvorschlag das Problem nicht behebt. Also ihr seht hier auch wieder vom Deutschlandfunk, also es werden wieder eingeworfen gewisse Sachen, Amerika oder AfD und also immer wenn es um Ideologie geht, da spricht keiner über sich selbst und keiner auch über sein eigenes System. Denn das wäre dann im Grunde ja, Selbstverrat. Und das mag eine Ideologie nicht gerne haben. Lasst euch nicht blenden, weder vom Trump noch von Putin, denn dem ich eher ein faires Spiel zutraue. Hallo Margarete, hallo. John, man kann die Frage ja diskutieren. Ideologien bauen sich vor allem um das Wort muss herum auf, inklusive der Abwandlung, darfst nicht. Kapitalismus, Kommunismus mit SS. Georg sagt, daran kann man Ideologien auch leicht erkennen. Sag mir, was du denkst, du musst, und ich sag dir, welche Ideologie du folgst. Kagdila, André. Man muss nur essen, trinken, kacken, schlafen, sterben, sonst muss man nichts, sagt der John. Ja, also, gehen wir. Felix sagt noch, nicht alle halten die Gesetze ein. Regierungspolitiker ignorieren sie, wenn sie ihnen nicht in den Kram passen und ändern sie dann nach Bedarf. Ja. Wir Menschen haben gar nichts zu sagen. Es herrscht der tiefe Staat. Ach, Daniel, weiß ich nicht. Weißt du, wir haben was zu sagen. Du merkst so, dass ich habe hier was zu sagen. Ob es in einem großen, jetzt im Moment gucken 32 Leute zu. Vielleicht guckt das Video auch noch ein paar andere gucken das vielleicht an und dann werden es 1000, 2000, oder lass es 10.000 werden. Es ist doch völlig egal. Ja, es ist doch völlig egal. Aber wir alle haben etwas zu sagen. Der tiefe Staat. Weißt du, du sagst ja, wir haben nichts zu sagen. Der tiefe Staat sagt alles. Der tiefe Staat. Das sind ja viele Firmen. Ja, das sind ja die Banken und das ist der tiefe Staat. Das sind die Politiker zusammen mit allem. Das sind auch wir im Endeffekt, weil wir unterstützen das nach wie vor. Ich sage das immer wieder, nicht alle, aber in vielen Teilen. Peter sagt, es geht um die Selbstermächtigung. Ja. Und der tiefe Staat, weißt du, der lenkt das halt in größerer Form. Wenn wir was aufbauen wollen zusammen, dann müssen wir es halt auch etwas größer machen. Ne? Also ich meine, das ist nun mal so. Dann können wir es tun. Wir können mehrere Leute erreichen, wenn wir uns verstehen und uns nicht ideologisch gegenseitig den Hammer auf den Kopf hauen und sagen, du denkst falsch und vor dir habe ich Angst, weil du der Rattenfänger sein wirst oder sowas. Ich habe ja schon mal über Rattenfänger gesprochen. Ich meine, um ein Rattenfänger zu sein, muss es Ratten geben, die da hinterherlaufen. Und da muss halt jeder selber wissen, hinter welcher Ideologie er herläuft. Am besten ist es, dass man halt nicht immer nur festgefahren ist auf eine Geschichte. Da hat man relativ wenig Ausweichsmöglichkeiten. Georg, genau das sollst du glauben. Merkst du, wie machtlos dich das macht? Ja, also, weißt du, der tiefe Staat, was hat der mit mir zu tun? Weil der kann mir nicht verbieten, wie ich zu denken und zu reden habe.
Natürlich habe ich auch schon öfter gesagt, ich bin mit unserer Ideologie überhaupt nicht einverstanden und auch mit unserem Finanz- und Wirtschaftssystem überhaupt nicht, weil diese Ideologie wirklich barbarisch ist und sehr zerstörerisch. Wir leben in einer Gewaltherrschaft. Das mögen viele nicht, dieses Wort Gewaltherrschaft. Und ich finde, es gibt Menschen, die haben total Angst. Ja, ich habe dann jetzt auch von Klar-TV, also Klagemauer-TV, hat eine sehr schöne Zusammenfassung gemacht und einen Bericht über dieses Interview, was ich mit Dr. Daniele Ganser gemacht habe, mit dem Jahresrückblick 2018. Und dann hieß es gleich, wie die ideologisch, ah, weißt du überhaupt, wer Klar-TV macht? Das ist der Sasek, der Ivo Sasek. Ah, und das ist ja ein Verschwörungstheoretiker. Klar weiß ich, wer Klage-TV macht. Was ist das Problem? Die waren friedlich, die waren respektvoll und haben das so verpackt, dass ich ihnen gedankt habe dafür. Okay, Klagemauer TV gucke ich jetzt nicht alle Nase lang und die haben Themen dabei, mit denen, über die ich mich nicht interessiere, also über die ich mich nicht informieren will, weil es nicht mein Themengebiet ist. Aber ZDF hat auch viele Themen, die ich nicht gut finde. Die sprechen auch über Holocaust-Leugner. Muss ich das angucken? Weiß ich nicht. Will ich das angucken? Glaube ich nicht. Also da muss man wieder bei sich bleiben. Das ist das, was ich eigentlich sagen will, wenn wir jetzt über Ideologien reden. Bei sich bleiben. Bei sich bleiben kann man aber nur, wenn man halt auch erkennt, dass man selber unter Ideologien zu leiden hatte, die man mitbekommen hat von anderen. Udo, alle Gewalt geht vom Volke aus und aus dem Grund müssen sich die Politiker und Reichen schützen. Ja, genau, die haben Angst vor uns, weil wir mit den Mistgabeln kommen. Oder vielleicht sollten wir ja mal mit Mikrowellen kommen. Naja, ich bin ja ein Pazifist. Für mich ist dieses ganze System, in dem wir hier leben, also wirklich absurd, komplett absurd. Ich finde es Menschen unwürdig, wie wir miteinander hier umgehen, wie wir auch mit der Umwelt umgehen. Ich finde das dramatisch. Silvia Stöckle, Klar-TV ist in Ordnung, erinnert mich irgendwie an Amish People. Ja, die sind auch ein bisschen christlich und esoterisch. Mein Gott, ich bin auch keine so christliche Person, aber die stören mich nicht. Hallo Anja, diese Menschen stören mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde diese Vielfalt an verschiedenen Ideen und gesellschaftlichen Lösungsangeboten, ob sie christlich sind oder was weiß ich, politisch oder menschlich oder ich finde, das ist alles eine Bereicherung für uns alle. Und ich muss mir doch auch den ganzen Tag Blödsinn, für mich jetzt teilweise fast alles Blödsinn, anhören im Radio oder in den Zeitungen oder was ich im Netz auch sehe. Na und? Da kann ich denn nicht selber dann sagen, okay, Moment mal, das ist nicht meine Meinung, da finde ich das okay, dort finde ich das nicht okay. Ist doch nicht so schlimm. Also wir sollten diese Ideologien mal ein bisschen aufmachen. Auch die Art und Weise, dass man denkt, ja, man ist nur was wert, wenn man auch viel Geld verdient oder sowas. Das hat mit dem Wert des Menschen nichts zu tun. Hat auch mit Liebe nichts zu tun. Ne? Also das ist alles so ein bisschen fehlinterpretiert. Diese Worte in einer Ideologie, diese Worte, die man benutzt. Also wenn man hier Frieden benutzt oder Peacekeeping Operation, dann ist das einfach eine Lüge und das ist eine komplett umgedrehte Welt. Das ist nämlich das sind diese Scheinwerte, ja, oder dass man ein Kind direkt, wenn es klein ist, beschneidet oder noch schlimmer auch die Mädchen beschneidet in manchen Regionen. Das geht ja Gott sei Dank zurück. Und dazu gehört auch Aufklärung. Aufklärung gehört, aber es gehört auch dazu zu begreifen, dass jeder ein bisschen in seiner kleinen Schachtel gefangen ist, in seiner kleinen politischen Schachtel, in seiner kleinen religiösen Schachtel. Und dass wir das einfach nie so wirklich bedacht haben, weil man in der Familie oder in der Schule oder in den Institutionen, wo wir uns aufhalten, fast alle gleich machen. Ja. Und das ist es halt.
Hagen, oh Moment. Menschen kann man kaufen, Liebe nicht. Klar, TV ist okay und macht wichtige Arbeit. Hagen. Es gibt Menschen, die meinen, andere hätten zum Beispiel einen Beitrag von KenFM oder Daniele Ganser zu sehen, denen das sind ganz böse Verschwörungstheoretiker. Ich schaue mir das an, was mich interessiert. Solche Hetze interessiert mich jedenfalls nicht. Ja, ich auch, mich auch nicht. Peter, ich verdiene viel Geld, nur bekomme ich es nicht. Sehr gut. Hallo Heidi. Hab leider ständig Aussätze. Vielleicht liegt es an meiner Verbindung. Ja, ich habe im Moment, glaube ich, gar keine. Das sieht ganz gut aus im Moment. So, jetzt lese ich mal ein Stück vor aus dem Buch Das falsche Leben von Dr. Marz. Und zwar geht es darum, um das vernachlässigte Selbst. Weil, um von Ideologien loszukommen, muss man ja auch wieder irgendwie Fuß fassen in einer anderen Gesellschaft. Alleine kann man ja nicht überleben. Das heißt, man muss sich anpassen in kleineren oder größeren Gesellschaften. Und es geht schon um das Selbst, dass man kapiert, wie ist man denn zu dem geworden, was man ist? Oder wie ist man zu dem geworden, dass man jetzt glaubt, Linker zu sein oder glaubt, Nationalist zu sein oder glaubt, Umweltschützer zu sein oder glaubt, jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben oder glaubt von mir aus auch die negativen Dinge, dass man nichts wert ist oder glaubt, dass man hässlich ist oder glaubt, dass man nichts kann oder nichts weiß. Wie ist das denn entstanden? Ja, und darum geht es auch. Du musst also erstmal erkennen, wie dein Selbst, zumindest ein bisschen erkennen, wie dein Selbst aufgebaut wurde, durch welche Einflüsse die zusammengekommen sind. Ja, also das eine ist, dass man halt durch die Medien dauernd im Grunde penetriert wird. Das ist wie so eine Vergewaltigung. Ja? Also überall, im Grunde auch wenn du keinen Fernseher hast, überall, wenn du rausgehst, du hörst was, du siehst was, überall groß Werbung und die Zeitungen liegen überall an den Zeitungsständen draußen. Das heißt, du kommst gar nicht umhin, du wirst im Grunde penetriert, um dir dann irgendeine Schlagzeile anzuhören, wie oh, Trump ist ein, was weiß ich, ein Arschloch oder Putin ist der schlimmste Manipulator dieser Welt. Oder Frau Merkel hat besonders gute Umfragewerte, die besten seit 30 Jahren oder seit wann sie ist, seit 15 Jahren. Also das sind alles Penetrationen, die da stattfinden. Also du eigentlich willst du gar nichts davon hören und du kriegst es trotzdem mit. Du kriegst es unbewusst mit, du kriegst es mit beim Bäcker, beim Einkaufen, was die Leute reden, dass sie sagen, oh Gott, ist das alles teurer geworden oder hast du schon gehört, dies und jenes. Also du kommst nicht umhin, außer wenn du wirklich komplett isoliert bist von all dem Geschehen, dann könnte man sagen, du bist ideologiefrei. Aber eigentlich hat jeder von uns eine Ideologie oder eine Agenda oder sowas. Hallo, Grüße in die Schweiz zurück. So, also ich lese nicht viel durch, nur dass wir dann vielleicht ein bisschen darüber sprechen, keine Ahnung. Ich wollte zweimal was lesen. So, das vernachlässigte Selbst. Das vernachlässigte Selbst vergleiche ich am liebsten mit einer nicht gepflegten Pflanze, die entweder ihr vorhandenes Potenzial nicht entfalten kann und verkümmert oder aber ungebremst wuchert, ohne Ziel und Ordnung. Das Selbst braucht Nahrung, Nährstoffe, geistige Anregungen, Übungsfeld für Handlungen und soziale Unterstützung. Wir Menschen sind soziale Lebewesen. Unser Selbst braucht Kontakte und Kommunikation, Anregungen, Ermutigung, aber auch Kritik und Begrenzung, um sich finden zu können, verstehen zu lernen und Orientierung zu gewinnen. Beziehungslosigkeit lässt das Selbst vertrocknen. Wenn das Bedürfnis nach Anregung und Auseinandersetzung keinen Widerhall findet, benutzt das Selbst zwei Tricks, um die soziale Umwelt zu reizen und zu verführen. Erstens, das unentfaltete Selbst äußert sich als Schwäche, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, die einen enormen Appellcharakter haben. Wer hinstürzt, dem muss aufgeholfen werden. Wer weint, löst Trostimpulse aus. Wer sich verläuft, dem weist man gerne den Weg.
Keiner geht frei und gern an einem Bettler vorbei. Das Almosen dient vor allem der Beruhigung des Gönners. Gutmenschen sind schnell dabei, die Not, also in Anführungszeichen, die Not von Hilfsbedürftigen sofort lindern zu wollen. Das ist humanitär geboten, aber verschafft in aller Regel auch ein gutes Gefühl und beruhigt ein schlechtes Gewissen. Helfen hat immer zwei Seiten: die Linderung aktueller Not und die Verschleierung komplexer Zusammenhänge und damit die Verhinderung der Ursachenbekämpfung. Entwicklungshilfe zerstört oder verhindert lokale Produktion. Die Fürsorge für andere erschwert deren Eigenständigkeit. Symptombekämpfung in der Medizin lässt komplexe Ursachen von Krankheiten unentdeckt und Ratgeber lassen die Intuition schrumpfen. Navigationsgeräte machen orientierungsblöd. Umgekehrt verweigerte Aktivität, unterdrückte Autonomie, fehlende Anstrengungsbereitschaft, ungeförderter Kreativität und Orientierungslosigkeit provozieren Helfer und verlangen nach Hilfsmitteln. Das ist dann zwar eine Chance für das vernachlässigte Selbst, aber nur wirklich entwicklungsfördernd, wenn Hilfe die ursprünglich versäumte Unterstützung zur Selbsthilfe nachholt. Es wird zwar immer Menschen geben, die ihr Leben lang auf Hilfe, Unterstützung und Führung angewiesen bleiben, aber sie haben auch Ressourcen, die gefunden und unterstützt werden sollten. Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ein vernachlässigtes Selbst kann sehr geschwächt und behindert sein, dass es ohne Hilfe und Helfer nicht weiterleben könnte. Jede Unterstützung und Förderung muss aber das Erreichen von Selbstständigkeit zum Ziel haben, sonst verstärkt sie nur Abhängigkeit, Bequemlichkeit und Faulheit. Die Grenze zwischen nicht können und nicht wollen ist meist fließend, sodass auch helfende Menschen und Systeme individuell dynamisch reagieren müssen und weder bürokratisch noch ideologisch festgelegt sein sollten. Ich lese jetzt nur noch diesen zweiten, das ist eine Seite nur, und zwar Punkt 2, ein vernachlässigtes Selbst kann sich noch auf eine andere Weise auf die Bühne bringen. Wird ein Mensch nicht von Anfang an von seinen Eltern in seinen Möglichkeiten erkannt und entsprechend gefördert, sucht er sich, sobald das möglich ist, Förderer, Ideenträger oder Unterstützer, die aus eigenen Interessen Orientierungslose und Hilfsbedürftige für ihre Zwecke rekrutieren und instrumentalisieren. Alle Vereine, Religionsgemeinschaften und politischen Gruppierungen jeglicher Couleur leben davon, aus vernachlässigten, selbstschwachen, besondere Leistungsträger bis hin zu Fanatikern für die eigenen Ziele zu machen. Das ist nur dadurch möglich, dass ein nie aufgeblühtes oder ein verwelktes Selbst plötzlich Zuwendung und Interesse erfährt. In aller Regel führt das jedoch nicht zur Entfaltung des vorhandenen Selbstpotenzials, sondern zu einem Ersatzselbst im Interesse des Mäzens, Trainers oder Missbrauchenden. Und das ist, denke ich, jetzt erstmal genug für dieses Thema. Genau das ist es. Das heißt, wenn du selbst dein Selbst nicht wirklich erkannt hast, nicht weißt, wer du bist, was deine Talente sind, wohin du willst, was dich bewegt, was dich motiviert, dann ist es so, dass ein leichtes Spiel ist für gewisse Menschen, dich einzufangen. Also kommen wir wieder zu diesem Rattenfängerspiel. Das heißt, wenn du deiner selbst nicht bewusst genug bist und nicht stark in deinem Charakter bist und weißt, aha, das ist das, was ich wirklich mag, was mir gut tut, was mich gesund hält oder was weiß ich. Dann haben die anderen ein relativ leichtes Spiel, an dich ranzukommen, indem sie dir einfach nur Aufmerksamkeit geben. Ja, indem sie dir einfach sagen: Hey, komm doch zu uns, zu unserer religiösen Gruppe, wir nehmen dich auf und wir verstehen dich. Komm doch zu uns in unsere Parteien, wir nehmen dich auf und wir verstehen dich und du darfst hier auch was sagen. Und so leicht geht es eigentlich. Und die meisten Leute regen sich über die AfD auf, weil die jetzt anfängt, über mit Obdachlosen was zu machen oder sich wirklich um soziale Projekte bemüht und merken auf einmal, boah, die AfD, die darf doch sowas nicht machen, das können wir uns ja nicht aus der Hand nehmen lassen. Aber sie kommen auch selber nicht einfach nicht drauf. Und ich meine, es ist natürlich erschütternd, dass wir so eine hohe Zahl von Obdachlosen haben. Ja, das ist einfach dramatisch. Nicht nur, und ich habe ja da auch mal ehrenamtlich 1,5 Jahre gearbeitet an der Bahnhofsmission, und habe mit Obdachlosen zu tun gehabt.
Also es gibt natürlich einen Prozentteil, den man wieder in Obdach bringen kann, aber viele sind wirklich verloren. Die haben den Glauben an sich verloren, die haben psychische Erkrankungen, die irren einfach nur durch die Stadt durch oder nehmen Drogen, bis sie umfallen. Viele sterben viel zu früh. Viele wollen nicht mal ins Krankenhaus, selbst wenn ihr Kopf blutet, wenn aus dem Kopf richtig Blut rausspringt. Ich habe das alles gesehen. Und sie wollten nicht ins Krankenhaus. Die haben gesagt, lasst mich. Lasst mich in Ruhe. Das heißt, sie haben komplett alles verloren. Jegliche Hoffnung und jegliches Gefühl an Empathie und Selbstgefühl. Und darum geht es eigentlich, dass wir erkennen, dass wir selbst, wer wir selbst sind und was wir auch tun können. Also jetzt lese ich nochmal, was ihr da gesagt habt. Okay, und wer hat es wieder erfunden, sagt John, die Barbie-Puppe stammt ursprünglich aus Süddeutschland. Sie wurde nur in den Staaten dann kommerziell produziert. Peter, zu Ideologie. Oh je, Moment, da hast du mehr geschrieben. Mein Weg ergibt sich aus meinem Gehen. Ich brauche dafür keinen Weg. Es muss da niemand vorher gegangen sein. Es spielt aber auch keine Rolle, wenn doch. Es ist einfach mein Weg, gleichgültig ob und wer diesen in Teilen ebenfalls beschritt. Es bleibt einzigartig, weil er mein Weg ist. Schön gesagt. Der John sagt, mit Wohnungslosen sind wir bei 1 Million. Wir sind bei 1,2 Millionen in Deutschland gerade, frische Zahlen. Georg, tja, ich hab ich extra die Bäckerfinker besetzt, um eine Alternative vorzustellen, aber man lässt lieber die Penner weiter sterben, als da mal drüber nachzudenken. Ja, also wie gesagt, wir leben hier in einer barbarischen Ideologie der Ausbeutung, der hochgradigen Ausbeutung. Und ich kann es immer nur wiederholen. Also ich meine, ich persönlich, ich habe meinen Weg, so wie das der Peter hier auch gesagt hat, meinen Weg habe ich gefunden und ich gehe jetzt auch bald auf die 50 zu. Ich bin glücklich, ganz ehrlich, für das, was ich hier in dieser Gesellschaft, wie ich hier lebe. Ich habe meinen persönlichen Weg gefunden. Ich habe mein Liebesleben so gestaltet, wie ich es für nötig empfinde, habe meine Arbeit so gestaltet, wie ich es für angenehm empfinde, habe mit Hallo? Jetzt war es kurz weg. Also ich habe gute Beziehungen mit meinen Freunden und meinen Verwandten. Ich bin, im Grunde habe ich mir hier in dieser Gesellschaft so mir ein eigenes Nest gebaut, wo ich sagen kann, komm, wie auch immer, ich fühle mich okay, ich fühle mich wohl, ich kann einigermaßen klarkommen. Für viele ist es sehr schwierig, weil sie einfach auch fast alle Dinge tun, die man ihnen sagt, aber nicht, weil sie es selbst so wollen, sondern weil sie oft auch einfach machen, was andere ihnen sagen. Sie lassen sich führen und wenn man sich führen lässt, lässt man sich auch schnell verführen. Und deswegen haben viele Angst, also gerade Entschuldigung, diese Linken haben teilweise so eine Angst vor den Rechten, weil sie sich haben ja auch verführen lassen und zwar in die linke Ecke, schon lange her, schon lange her. Aber man muss auch gucken, warum lässt du dich verführen? Ja, manchmal hat man ja auch kann Positives daraus bekommen, wenn man sich verführen lässt. Man kann angenehme Zeiten haben mit interessanten Begegnungen und man kann sich auch weiterentwickeln, weil man Neues sieht. Aber im Grunde kann nur ein schwaches Selbst sich wirklich komplett verführen lassen von Ideologien. Und das bedeutet ja, man unterstellt, also als dieser, wenn man so ein komischer Linker ist, der also Angst vor den Rechten hat, vor der neu aufkommenden rechten Gewalt, dann unterstellt man ja denen, dass sie glauben, dass die Gesellschaft schwach ist im Selbst. Also, dass sie zu schwach sind, und dann sich ganz leicht verführen lassen würden. Das ist wiederum aber dann, wenn man das richtig analysiert, ja, eigentlich ein schlechtes Abbild von unserer Gesellschaft, wenn man ja Angst hat um die ganzen Menschen. Also wäre es doch mal konsequent, dass wir den Menschen wieder Mut machen. Ihnen sagen, dass es Ideologien gibt, dass sie nicht drauf reinfallen sollen, dass sie einfach überprüfen, dass sie einfach, wenn sie im Frieden bleiben und keinen vergewaltigen, misshandeln, missbrauchen, quälen, psychisch und körperlich, dass sie gar kein Arschloch sind
Und ob sie sich dann zu den Linken zählen oder Rechten zählen oder Reichen zählen oder Armen zählen oder Ausländer oder Inländer zählen, ist doch dann eigentlich völlig egal. Ich meine, es gibt Werte, menschliche Werte, und die heißen, du sollst nicht töten, du sollst keinen umbringen, du sollst keinen schlagen und du sollst auch keinen vergewaltigen. Du sollst auch keinen psychisch demütigen. Und wenn das gegeben ist, ich meine, worüber reden wir denn da? Ich kann nur mit jedem Menschen sprechen, mit jedem, ohne Angst zu haben, oh, der Mund manipuliert mich jetzt. Ja, Georg, tja, ich habe extra die Bäckerfinger, habe ich schon gelesen. Zur NS-Zeit haben sich fast alle zu Mitläufern verführen lassen und es gab obendrein den Druck dazu. Naja, aber haben doch auch die Gesetze so gemacht. Du musstest es doch machen. Genauso wie du heute doch Steuern zahlen musst. Du musst es doch machen. Sonst wirst du eingesperrt. Das ist diese Gewaltherrscher, von der ich ständig spreche und die aber keiner kapiert. Und wenn man dann sagt, oh, die haben Angst vor der AfD oder vor den neuen Rechten, hab doch mal Angst, wo wir gerade jetzt sind, doch nicht vor der Zukunft, sondern jetzt in dieser Gewaltherrschaft. Hier läuft die Gewaltherrschaft. Genau hier. Die läuft nicht woanders. Vielleicht kommt dann noch mehr Gewaltherrschaft. Okay, finde ich natürlich schrecklich. Aber wir sind in einer Gewaltherrschaft. Warum guckt ihr dann noch ZDF und ARD, wenn ihr wisst, dass das doch reine Propaganda und Ideologien sind, um euch wieder in die Arbeit reinzuführen und euch wieder zu Steuerzahlern machen soll? Wenn ihr das doch wisst, na, ist doch egal, ob das Nationalsozialismus heißt oder repräsentative Demokratie, wenn hier von deutschem Boden aus Drohnen abgefeuert werden, die dann Menschen umbringen. Was ist das für ein riesengroßer Unterschied? Die repräsentative Demokratie, wo sich dann die Vetternwirtschaft da miteinander machen können, was sie wollen. Ich möchte in einem demokratischen Staat leben, wo es keine Gewaltherrschaft gibt. Punkt. Das ist doch mein Anliegen. Die Gewaltherrschaft ist nach wie vor hier. Brauche ich keine Angst vor der Zukunft zu haben oder vor der Vergangenheit? Guck mal jetzt, hier im Moment. Peter, komischerweise findest du Gewalt aber links und rechts und nicht rechts. Gewalt aber links und nicht rechts. Ja, aber auch nur im Moment, Peter. Beate, genau. Die meisten hier haben keinen Fernseher mehr. Ich weiß, hier und jetzt findet es statt. Hier und jetzt findet es statt. Und das ist mir total wichtig, dass ihr alle das versteht, dass wir hier über Ängste für die Zukunft reden. Wir sollten lieber darüber reden, was uns jetzt entgeht, was uns jetzt, während wir hier leben, während unsere Kinder zur Schule gehen, was uns jetzt widerfährt. Das jetzt, ich meine, wenn man nämlich ein achtsamer Mensch ist, versucht man immer im Jetzt zu leben. Und das Jetzt muss man aber auch klar sehen können und nicht sagen, du lebst in Freiheit und in Frieden, wenn das doch denn nicht so ist. Wenn es nicht so ist. Alexander Prutzebel, hallo, hallo, schön dich zu sehen. Jo, fernsehfrei seit 2002. Ich glaube, dass alle soweit klar sind. Die meisten wissen nur nicht, wie sie neu denken sollen. Naja, neu ist halt, ich versuche halt, dass die Menschen über Ideologien und Manipulationen und Agenten und so nachdenken. Denn jeder Mensch, jeder weiß von sich auch, ja, du machst etwas mit einem gewissen Zweck dahinter, ja. Also du kochst dir keine Eier, wenn du keine Lust auf Eier hast, ja. Das ist doch ganz klar. Und du gehst auch nicht arbeiten, wenn du nicht Geld brauchst. Und das geht in jeder Kleinigkeit. Alexander sagt, angstfrei ist die Lösung für das Neue und keine Schuldzuweisung. Na gut, die Schuldzuweisung ist ja ein typisch deutsches Ding. Ne? Also Schuld, man sucht ja in Deutschland immer nach Schuldigen. Immer. Immer. Sobald irgendwas passiert ist, wer war schuld daran? Den wollen wir an den Pranger stellen. Dass es manchmal Kettenreaktionen gibt, ja, durch Energien oder was auch immer, dass das eine nach dem anderen passiert, ja, und dann fragt man, wer ist hier schuld? War der Arzt schuld? Hat er sich schlecht ernährt, dass sein Herz auf einmal aufgehört hat zu schlagen? Wer war denn daran schuld? Und was haben wir davon? Wem bringt denn die Schuldfrage was? Den Anwälten? Den Versicherungen? Den Banken, weil Schuld wird ja bei uns auch immer nur mit Geld ausbezahlt. Selbst wenn die ein Todesopfer haben, ja, wie viel Geld kriegen wir?
Kriegst du einen Menschen zurück, auch wenn du dann 100.000 Euro bekommst, weil jemand schuld war? Der Mensch kommt nicht zurück. Der Mensch kommt doch nicht zurück. Und mit Geld das aufzuwiegen, das kann man sagen, okay, kann man machen in unserer absurden Welt. Kann man machen. Aber einen Menschen bringst du nicht zurück, indem du mir 100.000 gibst dafür, dass du aus Versehen dem umgebracht hast. Oder mit Absicht. Ja, also das ist das, was ich sagen wollte, dass ihr da mal ein bisschen Schuld lähmt. Ja, aber auch, ja, das wird ja auch gesagt, du darfst halt keine Schuld haben. Wenn du, das hat auch was mit Fehlern wiederum zu tun. Der Mensch ist doch nicht fehlerfrei. Der Mensch ist doch kein perfekter, nichts ist perfekt hier, außer die Natur selbst. Aber wir Menschen, mit dem, was wir uns konstruiert haben, an Perfektionismus, den wir ja an den Tag legen sollen, dass wir jeden Morgen um 8 Uhr strahlend gut aussehen, völlig fit im Kopf sind und alles meistern können, ist doch absurd. Das ist doch absurd. Ist doch so, oder nicht? Also, ich weiß es nicht. Und jetzt lese ich noch eine kurze Seite vor, und zwar über das überforderte Selbst. Weil das überforderte Selbst sieht man ja hier tagtäglich. Die sind alle total überfordert. Völlig überfordert, weil sie viel zu viel machen müssen. Kauft euch doch einfach nicht so viel. Dann habt ihr nicht so viel zu tun. Dann habt ihr einen Tisch, so 4 Stühle, ein Bett und einen Schrank. Und das war's dann. Lauter Kleinigkeiten. Dann musst du da Staub wischen und dort das machen. Und nein, und das musst du wieder reparieren. Und da musst du das Auto waschen. Und dann musst du die Versicherung für das Auto und ah, und der Zweitwagen. Und ah, meine Uhr ist kaputt und mein Handy ist jetzt kaputt. Und dann muss ich mich jetzt um das Handy kümmern. Und die ganze Zeit geht das so. Noel sagt, Schuldzuweisung ist überall, nicht nur in Deutschland. Es ist weltweit nützlich, um Macht zu sichern. In Brasilien sind es die Sklavenschaft, in Deutschland der Zweite Weltkrieg. Ja, natürlich wird das überall gemacht. Natürlich ist es so. Und das wird dir ja in der Schule auch schon beigebracht. Also wie gesagt, Fehler darf man nicht machen. Ich finde es besser, wenn die Gesellschaft anfängt, wirklich über ihre Fehler nachzudenken, sie zuzugeben und daran zu arbeiten, wie in einer klassischen Therapie. Außer dass wir dann am Schluss nicht bitte wieder in die Reihe rein uns eingliedern, um da weiterzumachen. Das ist ja das, wenn du hier in unserem System zum Psychologen gehst, wollen die dich wieder fit machen, dass du wieder um 8 Uhr morgens fit bist. Und nicht da sagst, hey, du möchtest weiter schlafen, dann ist was nicht mit dir in Ordnung. Du darfst nämlich nicht weiter schlafen. Du sollst nicht weiter schlafen. Weil wenn du das tust, funktionierst du nicht so gut im System. So, eine Seite ist nicht viel. Das überforderte Selbst. Das überforderte Selbst ist ein Spiegel, der uns alle bestimmenden Wachstums-, Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft. Es herrscht die Überzeugung, wenn man sich nur richtig anstrengt, dann kann man fast alles erreichen, vom Tellerwäscher zum Millionär und ohne Fleiß keinen Preis. Man müsse lernen, sich durchzusetzen, sich zu behaupten, geschickt und erfolgreich zu konkurrieren, immer schneller, cleverer zu sein als andere. Der Übergang zu einem offenkundig falschen Selbst ist schnell erreicht, wenn man sich gut darstellen muss, sich geschickt verkaufen lernen soll. Tricks geübt werden, um andere auszustechen, gelogen werden muss und Beziehungen nur benutzt werden, um Vorteile zu erreichen. Für Sieg, Erfolg und Profit ist dann bald jedes Mittel recht. Der Weg hin zur Kriminalität ist im Grunde der nahezu unvermeidbare Schatten der Nötigungsenergie eines überforderten Selbst. Doping, Bestechung, Korruption, Betrug und Fälschung werden dann zu den Folgesymptomen eines getriezten Selbst. Der überhöhte Leistungsanspruch, der das Selbst auf eine einseitige und damit falsche Bahn wirft, wird natürlich als Mühsal und Plage erlebt, die durch Lob und Anerkennung für die Fehlentwicklung im falschen Leben etwas gemildert wird. Manchmal bringt ein kurzes Nachlassen der Nötigung von außen wie von innen schon dankbare Erleichterung. Zumeist ist ein Erfolg in Aussicht gestellt, der für alle Qual am Ende entschädigen soll. Aber am Ende dreht es sich immer nur um Geld und Gold. Niemals um Liebe oder um Macht und Status in der Arena des falschen Lebens.
Das überforderte Selbst kennt keine wirkliche Entspannung und Ruhe, keine wirkliche Befriedigung, nur den materiellen Erfolg, den schnell vergänglichen Sieg oder die Schlagzeile, die schon morgen keinen mehr interessiert. Das überforderte Selbst muss ständig wach sein, unaufhörlich traben und ist immerzu auf der Suche nach optimierten Gewinnchancen. Das Leistungsselbst ist stets auch süchtig, abhängig vom Erfolg. Es kann nicht nachlassen, weil dann die Illusion erkennbar würde. Es hält das eigene Tun für notwendig und richtig, bis es an Erschöpfung körperlich kollabiert oder an einer Sinnkrise seelisch zerbricht. Eltern, Lehrer, Trainer schaffen das überforderte Selbst und sind seine Antreiber. Es ist das Ergebnis eines Dressuraktes, der krank macht, weil er übertreibt. Nur einseitig wirkt die Folgen nicht bedenkt und unnatürliche Anreize schafft und Erfolge verspricht, die dem Selbst nie wirklich Frieden schenken. Die Krankheit entsteht durch den Dauerstress, der ständigen Anstrengungsbereitschaft, des Konkurrenzdrucks und der Versagensangst, beziehungsweise der Kränkung, dass andere besser sind. So kann im Sport bereits der zweite Platz eine Hundertstelsekunde zum Anlass für eine schwere Selbstwertkrise werden. Das überforderte Selbst kann nicht mehr entspannen, kann nicht zur Ruhe kommen. Burnout ist die Verschleierungsdiagnose eines gnadenlosen Raubbaus an den individuellen Selbstmöglichkeiten. Wir wachsen gegen die Natur, wir produzieren uns kaputt. Wir provozieren Kriege und Migration. Wir siegen uns zu Tode. Geld, Geltung, Macht schaffen niemals wirkliche Befriedigung, Erfüllung und Sinnerfahrung. Der Herzinfarkt ist so typisch für das überforderte Selbst wie die kollektiv verursachte Umweltvernichtung und Klimaveränderung, die den Kreislauf des Lebens verstören. Ich meine, er hat es natürlich in besseren Worten zusammengeschrieben. Hans-Joachim Marz, das falsche Leben, so sieht das aus hier, als andersrum bei euch. Es ist empfehlenswert, also könnt ihr mal lesen, wer damit Probleme hat oder auch Leuten so ein Buch schenken, wo ihr merkt, dass die gar nicht begreifen, dass sie sich alle im Kreis drehen und einfach mal dieses Karussell anhalten. Sie können es anhalten, sie haben die Macht dazu, sie haben die Macht über ihre eigenen Gedanken und das ist das, was ich immer wieder auch sage, ob ich jetzt politische Themen bespreche oder diese Themen bespreche, weil die gehören auch zur Politik dazu, weil unsere Politik ja auch eine Ideologie ist und die kommt ja da in uns rein, ja, und wir haben alle früher oder später damit Probleme. Und wir müssen nur erkennen, dass es so viele sind, die damit Probleme haben. Es sind ja nicht nur ein paar, ja, die anderen sterben halt zwischendurch jung an Herzinfarkten oder sonstigen. John sagt übrigens, wer auf Autobahnraststätten auf Toiletten Sanifair benutzt, unterstützt die Deutsche Bank. Ist seine Firmentochter also besser in den Wald kacken? Sehr gut, sehr gut. Beate, Selbstliebe ist der Schlüssel. Drum wurde es uns weggeschult. Peter, gut, ich nenne es eher Selbstwert und Selbstbewusstsein. Harald, hi, wir brauchen ein neues Geldsystem. Ja, von mir aus können wir alle auf Geld verzichten für die Zukunft. Komplett. Wortspiele, letztlich die Quintessenz ist doch entscheidend. Ben, ich springe immer übers Drehkreuz, Pissen ist ein Menschenrecht. Heißt ja auch, ich muss mal, nicht ich will mal. Astrid, super, wir brauchen ein Friedensgeld, dann kann es auch mit der Liebe wieder klappen. Beate, Schulden sind die Eisenkugeln des Mittelalters. Marco, liebe Paula, jeder klar denkende Mensch weiß, was morgen passiert, bei dem, was in Deutschland abgeht. Wir können uns doch nicht jetzt und heute zurücklehnen, geschehen lassen und an den Frieden glauben. Moment, an den Frieden glauben. Während Kriminalität und Gewalt bedingungslos dank kastrierter Gesetze hier einziehen und die Zukunft Europas zerstören, es kann doch nicht verwerflich sein, diese Dinge in Frage zu stellen. Natürlich ist es nicht verwerflich, Marco, diese Sachen in Frage zu stellen. Wir wissen doch Bescheid. Wir müssen dieses System verändern, Marco. Und daran arbeiten wir alle gemeinsam. Friedlich. Und das ist das Problem. Hör mal, mit Gewalt sind so viele Dinge auf dieser Welt schon zerstört worden und auch neu geboren worden. Klar.
Aber wenn wir doch klar verstehen, dass Gewalt keine Lösung ist, dass sie nur noch mehr Gewalt bringt, müssen wir also alle unsere Kräfte zusammentun, damit wir eine eine Veränderung jetzt langsam einleiten. Ich meine, die Einleitungen funktionieren ja schon. Jetzt muss es aber losgetreten werden. Das heißt, wir müssen selbstbewusster werden. Daran arbeiten wir doch alle mit der Aufklärung. Was denkst du, was wir hier tun? Dieses mutig zu werden ist ja das Problem, weil wir so indoktriniert und ideologisiert wurden, dass jeder Angst hat und jeder denkt, oh Gott, er ist aber dann schuld, wenn was nicht gut läuft oder wenn was falsch läuft. Und das ist doch das Problem. Dass es hier ungerecht ist, ist doch völlig, völlig klar. Ne? Völlig klar. Und was mit Europa passiert, was mit der ganzen Welt passiert. Man benutzt die Menschen, denen ist egal, ob jemand aus Europa kommt oder nicht. Ja, diese riesen Firmen, die Millionen Mitarbeiter haben, denen ist doch scheißegal, woher du kommst. Das interessiert doch nur dich. Oder uns vielleicht. Ein paar von uns. Aber es gab, sagt Astrid, aber es gab im Mittelalter auch eine Break. Titengeld, Brak, Theatengeld, Schwundgeld. Ich weiß nicht. Damit gab es 300 Jahre lang keinen Krieg. Paula, Gewalt habe und werde ich niemals als Lösung akzeptieren. Gelbe Westen? Ja, natürlich. Natürlich. Und die Existenzangst verlieren, denn das ist ist der Nagel, die Hürde. Ich bin der Meinung, jeder darf alles sagen. Ganz ehrlich. Warum denn nicht? Ich habe überhaupt gar kein Problem. Er wird mich nicht manipulieren, er wird mich nicht irgendwo hinführen, dass ich sage, okay, wenn einer Blödsinn redet und sagt, oh, wir müssen die und die abschlachten, dann sage ich, du Alter, du hast noch nicht das Klingeln gehört irgendwie. Also abschlachten, umbringen. Und jeder, der das tut, jeder, das bedeutet auch unsere Regierung. Sorry, aber da kann ich nicht sagen, das ist okay, das ist fein, das ist in Ordnung. Jeder, der Gewalt irgendwie selbst verursacht oder auch noch gutheißt oder sagt, er will damit was Gutes machen, der ist ja völlig daneben. Hagen sagt, das System behält sich vor, ganz alleine Gewalt anzuwenden. Genau. Wir leben in einer Gewaltherrschaft. Und diese Gewaltherrschaft möchte das Monopol haben. Nicht, dass du als Bürger jetzt auf einmal gewalttätig werden darfst. Das darf nur jemand, der eingesetzt ist vom Staat. Peppi, Simmel, hallo, hallo Paula. Kennst du Carsten Jahn? Er versucht, die Menschen auch zu erreichen und sagt, dass sich das ganze System ändern muss. Ja, wir sind hier auf Facebook befreundet und wir wollen uns auch bald mal treffen. Klar kenne ich den. Und es sind so viele da draußen. Leute, ich war neulich erst in diesem Künstlerhaus wieder, wo 140 Künstler leben, internationale Künstler, im Greenhouse in Berlin. Und ich war einen Freund von mir besucht, meinen besten Freund, der ist Maler und Meister der Kunstgeschichte und ein fantastischer Maler. Und zu ihm kommen immer wieder, klopft es an der Tür und dann kommen verschiedene Leute. Da waren zwei Amerikaner dabei, eine Polin, zwei Rumänen, eine Deutsche, also ganz viele verschiedene Nationalitäten. Und was soll ich euch sagen? Künstler, so wie ich auch, wo ich denke, die scheißen eh aufs System und so. Keiner von denen, außer mein Freund natürlich, der wusste das schon, kannten die Geschichte, wie die Schule entstanden ist. Und keiner von denen wusste, wie das Geldsystem funktioniert. Keiner. Versteht ihr das? Und ich quatsch mir hier den Mund fusselig, Carsten auch, Olaf Müller auch und alle, die ihr hier dabei seid auch. Dann gehe ich also in ein Haus voller Künstler, du denkst, oh, das sind Hippies, oh ja, die sind ganz locker und haben psychedelische Erfahrungen gesammelt, lehnen das System ab, wissen aber noch nicht mal, warum sie es ablehnen. Das ist das Problem. Sie lehnen es ab aus ideologischen Gründen, vielleicht, dass sie sagen, oh, finden wir einfach nur Scheiße, aber sie wissen nicht genau, was sie Scheiße finden. Und jetzt komme ich nochmal mit meinem Spruch. Kennst du die Regeln? Weißt du, wie du sie brichst? Kennst du sie nicht? Brechen sie dich. Wir saßen also in einer Runde von neun internationalen Menschen, aus Alter auch verschieden und Hautfarbe auch verschieden. Und ich habe da angefangen, vom Geldsystem zu erzählen, von dem Schulsystem, wie das erschaffen wurde, wann es erschaffen wurde, zur Industrialisierung und so weiter. Es war Totenstille im Raum. Alles Künstler wussten nichts.
Das bedeutet, wir in unserer kleinen Blase hier, die 28, die mir zugucken und ich, wir wissen es. Das nutzt ja nichts. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Also viel, viel Arbeit. Wir müssen es wiederholen und wiederholen, bis es Klick macht. Bis es bei den Menschen oben Klick macht, sich was öffnet und die sagen, Moment mal, das kann ich auch alles alleine machen mit meinen Freunden. Bis es dann halt mal Klick macht. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, diese Sendung ein bisschen über Ideologien zu sprechen und das eigene Selbst. Vielleicht hilft es auch in der Aufnahme der politischen Meinungen, die da immer daherkommen und auch von den merkwürdigsten, dubiosesten Plattformen, die man vielleicht nie besuchen sollte, weil sonst bist du total eingenebelt von dieser komischen Ideologie und wirst dann gleich zu einem Monster, das diese Ideologie übernimmt. Also bei euch habe ich keine Angst, aber ich denke, Aufklärung müssen wir weiterhin machen. Bleibt also am Ball, gebt nicht auf, bleibt positiv, gut gelaunt. Damit erreichen wir viel mehr Menschen, als wenn wir schlecht gelaunt, wütend, aggressiv durch die Gegend laufen und völlig frustriert sind von dem, was hier geschieht. Aber man muss den Leuten schon die Meinung auch sagen, ja? Auch den Regierenden. Unbedingt sogar, unbedingt. Also macht alle weiter so und wir sehen uns wieder. Bleibt neugierig. Ciao.